Bitte? Ja, wie ist hier nochmal? Ja, hier... Ich hab mir gedacht, Sie haben bestimmt dem Ganzen noch was hinzuzufügen. Ja, da liegen Sie gut richtig hier. Ja, mir fast hier gedacht. Klaus Gottschalk, Sektenassistentin. Ja. Des ADACs. Ja, warten Sie mal einen kleinen Augenblick, es hat gerade bei mir geklingelt. Ich bin sofort wieder da. Ja, da bin ich wieder. Also ich erwarte gerade die nächste Patientin, aber ja. die kann einen kleinen Augenblick warten. Ja, also dann kann ich ja mal zur Sprache kommen. Ja. Herr Wirsch, also eigentlich ist es eine Vereinbarung unter gewissen Kreisen, dass man sich gegenseitig nicht die Geheimnisse offenbart. Outet! Ja, outet zu sein. Das ist nicht die feine englische Art, jemand zu outen. Gut, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Jetzt tanzen die Katzen auf dem Tisch. Wollen Sie mir ein schlechtes Gewissen machen? Nee, also ich bin... Ich sag mal, Sie reden ja auch ganz öffentlich darüber und da lesen ja auch ganz viele Menschen mit und die wissen ja gar nicht, was sie davon denken sollen. Ich bin ja auch schon ganz verwirrt. In dem Zusammenhang meinen Namen nicht zu erwähnen, ja? Bitte Sie inständig drum. Das erleichtert das alles. Ja? Ja, also, wie Sie auch immer jetzt mit dem Kontra-AC-Menschenverfahren, der kann sich auch mal vorstellen. Also bei uns, wir machen eigentlich bei uns auch nichts anderes wie Liebe. Ne? Wir machen Liebe, genau. Also, dass ab und zu mal ein paar Tiere geopfert werden, das ist eigentlich eher untypisch. Also es ist auch gesetzlich verboten, wenn dann mal die Polente kommt und dann ist alles voller Blut. Ja, Tieropfer habe ich doch gesagt, gibt es doch nicht mehr, haben Sie doch gesagt. Nee, gibt's nicht mehr. Nur einmal im Jahr zu Vollmond macht man das. Jetzt werden Sie nicht so paranoid. Simuliert. Nein, da brauchen Sie nicht paranoid werden. Der andere Herr, der Führer, der ist ja auch unterwegs. Also hier der Sektenführer da, Gauti, mein alter Gefährte und Sektenführer, Freund, der ist doch total bewandert, was das angeht. Also, ich werde aber auch, das Gehirn werde ich auch noch anrufen und mal zu dem Thema befragen. Das Gehirn, ja. Das Gehirn, da möchte ich mich auch mal ans Gehirn wenden. Natürlich ist das Gehirn nicht das, was ich gesagt habe. Das Gehirn ist eine sehr intelligente, aufgeschlossene junge Frau. Ja, mach ruhig Werbung! Ist kein Ding. Werbung nach ihrem Mittelpunkt sucht, genau. Also Erdachse verschieben für eigenes Wetterbelieben. Ja, genau, die Frau Breni. Ja, Gehirn reicht. Gehirn? Gehirn. Gehirn ist weiblich, falls Sie es noch nicht wussten. Ja, und asexuell, habe ich immer den Eindruck. Ich habe immer das Gefühl, war mal in so einem Ashram und hat auch richtig zugeguckt, wie da richtig angepackt wurde. So richtig mit Tantra und Libido und... Oh! Aber die hat nur zugeguckt, die hat nicht mitgemacht. Und deswegen ist das jetzt so unterdrückte, unausgelebte... Ja, aber Unterdruck, Energie ist eine unglaubliche Explosionsenergie. Ja, sage ich ja einfach mal kommen lassen, aber das Mensch ist ja nicht drin. Gehirn denkt immer nur. Desto bestialischer die Energie dahinter, da muss man nur mit einer Nadel reinpiksen und dann explodieren die. Peng! Rasenahn, Erregung. Ne? Innere Energie. Ja, ist so, ne? Ja. Da müsste echt mal ein bisschen dran gearbeitet werden, in jeglicher Hinsicht am Gehirn. Also der Gehirn ist ja auch ein Gehirn einfach als Gesprächspartnerin. Aber wenn der Herr Wirsch sich mal der annimmt. Ja, ich nehme mich jetzt der Geburt an. Noch aus einem kleinen Blümchen eine große, satte Frucht.
Ja, man muss das Ganze ja auch mal mit einer gewissen Gelassenheit nehmen. Überleg mal, man wird immer nur sich darüber ärgern und zwanghaft darüber nachdenken. Man muss ja auch mal locker lassen und wir, sagen wir mal, hier ist Karneval, hier ist Wirsching. Hier ist auch Karneval. Ne, Wirsching ist hier. Ne? Ja. Ja, das ist sehr gut. Okay, also bei uns in unserem Club, dem ADAC, werden auch Tantra-Übungen durchgeführt. Ja. So, aber da muss man erstmal ein Jahr Mitglied werden und dann, ja, meistens sind das... Ist das denn psychisch Mitglied? Ja, ne? Ja, psychisch, mental, körperlich, astral. Gilt das dann als Transsexualität? Ja, Sexualität. Transsexualität? Also trans? Transsexualität? Ja, natürlich, auch Sexualität in Trance quasi. Und fallen lassen? Ja, und auch... Aber bedeutet fallen lassen nicht auch sich leiten lassen? Man muss auch, die Männer haben auch die Aufgabe, sich einmal im Monat als Frau zu verkleiden zum Beispiel. Ja, das ist sehr schön. So richtig als Darling zurechtgemacht. Ja. Und die Männer, die Frauen bekommen dann Bärte angeklebt. Ja, ja, da bin ich dabei, bin ich gerne dabei. Balancierung von Energien. Da muss ich mit seinen gegenteiligen Energien ausbalancieren. Ich bin der Funky Chicken, ich sage dir. Ja. Ne? Ja. Für den Wirsch hätten wir dann noch was ganz Besonderes. Ja, genau. Der Wirsch, der wird dann zum... Hängt ihn höher, ich weiß. Tor. Ja. Ja. Erstmal Musik an. Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, hier, wenn wir noch Fragen haben hier, also ich bin der Assistentin. Ja. Der Klaus Gottschalk. Ja, Herr Klaus Gottschalk. Ich kenne auch den Shiva Mike. Ja. Ich habe mit dem Shiva Mike auch damals schon eine Ashram-Pilgertour gemacht. Ja. Da sind wir mit Rucksack bestückt, von Norden nach Süd, von Süd nach Nord, wie man das halt so macht. Und haben sogar schon einmal zusammen meditiert. Ja. Aber das ist lange her, so als weltbewanderter Esoteriker hat man schon einiges auf dem Buckel. Ja. Mal jetzt mal Musik hier an. Also wir hören uns auch in unserem ADAC, hören wir auch Heavy Metal und elektronische Musik. Ich weiß nicht, ob Sie das stört. Ich weiß nicht, wie musikalisch Sie so unterwegs sind. Ah, ich habe mal Triangle gespielt. Ja, Triangle. Ja. Können Sie Trompete spielen? Auch, wie Ginski. Hä? Goldrichtig. Unser Chor... Unser Mantra-Chor, unsere Mantra-Chefgruppe, braucht nämlich noch ein Trompeten. Ah, wenn ich die Musik so höre, ich kann es mir richtig vorstellen. So eine Frau, die jetzt gefesselt und schwitzend irgendwo aufrecht an einer Wand steht. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, schwitzende Frau. Oh. Aber ich finde, eigentlich muss man doch... Aber wie ist das denn mit Tomatenmark und so Zeug? Darf man doch mit einschmieren? Heute ist Sonntag. Darf man da nicht ein bisschen bizarr werden? Kommt drauf an, ob man schon im Voraus gebetet hat. Ja! Wenn man an die psychologische Wirkung eines Gesundheitsfreundes... Aber da beim ADAC-Club, da wird doch auch, Nee, wir beten nicht. Wir beten... während der Sexualität und während wir tanzen, beten wir. Ja. Ja, es ist einfältig bei uns. Tanzen. Nackt aber, ne? Ja, wir beten auch in Badehosen. Ja. Ja, wir haben nämlich auch ein Herz für Bademeister. Immer an den Haaren ziehen. Falls vorhanden. Deswegen. Ja. Na? Also bei uns gibt es auf alle Fälle keine Einheitstracht, das ist schon mal wichtig. Das Einzige ist eine Kopfbedeckung. Wir müssen alle eine Kopfbedeckung tragen, wenn wir uns treffen. Hallo, Herr Wirsch? Ja, ich finde ja Dementi total langweilig. Ich finde, wir müssen viel mehr ins Detail gehen. Da müssen doch Frauen geopfert werden. Frauen? Ja, ne? Was nehmen Sie denn?
Heutzutage muss man konform... Tarot, Voodoo, Goa, Techno, Trends. Das muss auch von der Steuer absetzbar sein, alles und so. Nein! Und so, da kann man sich nicht irgendwelche... Wir sind ja hier nicht unter den Zwängen von RTL. Ja, da müssen wir schon irgendwie nach Indien gehen oder nach Südamerika. Da erleben sie Action vom Allerfeinsten. Da rollen noch die Köpfe, da wird auch Blut getrunken und zwar literweise. Ja. Und zwar regelmäßig. Also dabei ist das Dementi. Dementi war einfach, du weißt von nichts. Ja, ist ja jetzt schon zu spät. Ja, aber einfach sei vorsichtig, seien Sie bitte vorsichtig. Und erwähnen Sie praktisch nicht, dass es von mir kommt, praktisch. Nein, aber Herr Gottschalk. Eigentlich ist es eh zu spät. Und ja, also wie gesagt, bei uns wird viel, viel Liebe gemacht. Muss auch heute noch Liebe machen, ganz viel. Werden da Menschenbabys geopfert? Ja, die werden in Liebe voll geopfert werden. Bei uns wird alles in Liebe. Wissen Sie, was ich heute gehört habe? Klaus Kinski soll seine Tochter misshandelt haben. Klaus Kinski? Ich bin total empört. Und das soll er in diesem hier, dein Erdbeermund, soll er das geschrieben haben? Seine Tochter? Ja, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Hat der keinen Anstand? Ja, das glaube ich nicht. Der hat doch Vorbildcharakter für die Jugend, Klaus Kinski. Ne, so sieht er nämlich aus. Wohl für Generationen. Ne, hier keine ProSieben Topmaster. Ne, wie hieß der Bursche noch? Bei Thomas Gottschalk oder Wim Wendelin auf der Couch. Ja, ich weiß nicht, hat alles keinen Sinn hier. Ich ruf nochmal an, wir brauchen nochmal kurzes Dementi. Aber wenn Sie können ja einfach mal bei uns vorbeikommen und können einfach mal so zusehen als Gratis-Einführung. Darf ich dann in den Topf steigen? Sie werden auch einmal durchgekocht, das stimmt hier. Ja. Sie werden auch filetiert. Filetiert. Die Seele wird erstmal verunreinigt. Erstmal bekommen Sie eine Gratis-Besudelung Ihrer Seele. Ja, mein Vater war Dante, die alte Sau. Die Dante-Sau. Ja. Dante. Weil, um Magie auszuführen, muss man schon eine verkorkste, verkommene Seele haben. Das ist Grundvoraussetzung generell. Also als anständiger Mensch funktioniert das überhaupt gar nicht. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ich bin noch da, ja. Und ob es da eine Blutbehandlung gibt, weiß ich nicht. Ist ja alles nicht so einfach, aber vielleicht könnte man mal einen Sektenaustausch organisieren nach Südamerika. Da könnte man sich dann praktisch mal mit anderen Menschen austauschen, auch mal gucken, was die da so machen. Und ich auch mal selbst an so... In den Dschungel gehen, ein paar Eingeborene abschlachten oder was? Wilde Blutmetzel-Dschungelparty mit hautnahen, nackten Frauenleibern, die geopfert werden. Ja, so typisch Mexiko-Tourismus. Ja, so ein richtiger Sonnenscheintourismus in die dunklen Geheimnisse einer fremden Kultur. Da gibt's schon einiges zu machen, weil wir sind ja ein internationales arbeitendes Netzwerk. Wissen Sie, diese ganzen Organisationen, die arbeiten ja international. Die sind ja alle vernetzt miteinander. Deswegen sind die auch so mal stark geworden.